dass Monokulturen und die Nutzung von Pestiziden und genetisch modifizierten Organismen ein Problem sind, ne, und nicht unbedingt vorteilhaft für unsere Umwelt sind. Das ist ja weithin mittlerweile bekannt. Und dass die Bodenerosion aber ein entscheidendes Thema für unsere Zukunft ist, war mir, muss ich sagen, obwohl ja Geograf, nicht ganz so bekannt, bis ich irgendwie vor 2 Jahren über ein Buch gestolpert bin von David Montgomery, Dreck, im englischen Untertitel Die Erosion der Zivilisationen, in dem er ziemlich klar eigentlich aufführt, anhand von einer Vielzahl verschiedenster Zivilisationen, dass die eigentlich alle, also schwerwiegend daran zusammengebrochen sind, dass sie auf ihren Boden nicht aufgepasst haben. Erosion ist so ein kleines Thema, was nur ganz wenig auffällig ist, wenn dann die Flüsse sich mal ein bisschen dunkel färben. Aber ansonsten ist es halt ein Prozess, der über viele Jahrhunderte geht. Und das ist anderen Zivilisationen vor uns eben auch so gegangen, dass sie das nicht gesehen haben. Und mit der Beschäftigung mit diesem Thema kam für mich irgendwie so diese Frage auf, naja, wie ist denn der Mensch eigentlich überhaupt zur Landwirtschaft gekommen? Und auf diesem Weg dorthin und mit der Recherche ist mir immer mehr klar geworden, und da muss ich sagen, ich bin kein Anthropologe, mir war das vorher, oder Kulturwissenschaftler, mir war das vorher nicht so klar, wie die Landwirtschaft nicht nur unsere Umwelt, sondern unser ganzes Zusammenleben verändert hat. Und gut, eine Symbolfigur, ich meine jetzt Cäsar links, ne, ist halt da. Die, ich sag mal, sozialen, vor allen Dingen die sozialen, kulturellen Veränderungen, die mit der Entdeckung und der Entwicklung der Landwirtschaft vor, ich sag mal, grob 10.000 Jahren stattgefunden haben, waren für mich sowas von überwältigend, dass ich das zu einem Thema gemacht habe, wo ich unheimlich gerne drüber rede. Also wenn ihr jetzt 2 Stunden Zeit habt, ja. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ja. Und das ist aber für mich so der Start, einfach auch ins Wochenende mal zurückzublicken und zu gucken, naja, was ist denn eigentlich passiert mit Landwirtschaft, mit der Landwirtschaft? Und wenn ich da über Landwirtschaft rede oder über Landwirte oder Bauern oder bäuerliche Gesellschaften, dann meine ich jetzt nicht, ne, den Michael Reber da vorne, der Landwirt, der Böse, ne, oder so, sondern ich meine damit einfach Gesellschaften, die auf Ackerbau gebaut sind, ne? Bäuerliche Gesellschaften, auch eine Industriegesellschaft, wir leben immer noch vom Ackerbau, ansonsten wäre das nicht möglich gewesen oder nicht möglich, sich so auch zu ernähren. Also ich meine damit uns, ich meine damit geschätzte 98,5% oder was der Weltbevölkerung. Ne? Fangen wir mal an. Also für mich in meiner Naivität war es am Anfang so, dass ich dachte, naja, also diese Zivilisation ist ja nur möglich dank der Landwirtschaft. Landwirtschaft ermöglicht Menschen, sich mit was anderem zu beschäftigen, als Nahrung zu besorgen. Und das ist dann wiederum gleichbedeutend mit Kultur. Und interessanterweise, der Begriff Kultur heißt also ursprünglich auch das Feld bestellen, das Feld pflegen. Also es kommt schon ganz klar daher. Ne? Und deswegen, also die ersten großen Gebäudekomplexe, Tempelanlagen wie in Mesopotamien zum Beispiel, die waren halt nur möglich dank der Landwirtschaft. Ne? Und das ist ja eine unglaubliche Errungenschaft, die mit der Landwirtschaft dann möglich war, das zu machen. Das große Ägypten, ne? Der ganze Aufbau dieses Staates, die Pyramiden, alles nur möglich dank der Landwirtschaft. Auf andere Seite des Ozeans genauso, die Mayas, die Azteken, andere Völkergruppen, ne, überall das Gleiche. Landwirtschaft bedeutete Wachstum und kulturelle Vielfalt und höher wachsen und Kunst und Kultur und Musik und all dem. Also wow, wirklich beeindruckend. Ne? Naja, es führte dazu, dass eben viele Bereiche, die wir als Kultur ansehen, erblühten. Leonardo da Vinci zum Beispiel hier jetzt mal, um ein paar Personen in den Raum zu stellen, ne? Shakespeare in der Literatur, in der Musik, Beethoven zum Beispiel, aber natürlich auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen dann mit Albert Einstein hier oder im sozialen Bereich mit Gandhi. Also all diese Schaffenskraft, die dahinter steckte, dieser Personen, war möglich dank der Landwirtschaft. Aber alles hat irgendwie 2 Seiten. Und dank der Landwirtschaft,
waren natürlich dann auch die Kriege möglich, wurden Millionen und Millionen und Millionen von Menschen getötet, um Eroberungsfeldzüge zu machen, technische Errungenschaften, die mehr als fragwürdig sind natürlich, Bevölkerungsexplosionen, statt vorher ein paar Millionen Menschen sind halt jetzt da bald 8 Milliarden auf der Erde, technische Entwicklungen anderer Art oder die Verschmutzung der Umwelt und damit die Gefährdung der Gesundheit von uns und von anderen Lebewesen, genetisch modifizierte Organismen, Monokultur, industrielle Landwirtschaft und auch sowas wie eben Massentierhaltung, ethisch äußerst fragwürdig. Und das ist eben auch möglich dank der Landwirtschaft. Das ist die andere Seite eigentlich dieser Entwicklung. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgucken, also diese 10.000 Jahre mal nehmen, oh, die 10.000 Jahre, ich habe was vergessen. Da hinten, könnt ihr mal bitte gucken, kannst du da hinter dem letzten Pinnwand ist eine Tüte, da ist was drin, kleine Überraschung. Also, Jäger und Sammler, ne? Nee, eine Tüte, eine kleine Tüte. Nee? Na gut, lass mal's. Also, wenn wir mal so, ja, genau die Tüte, ja. Sorry. Technisches Problem. Das Präparationsmaterial war nicht vorbereitet, das Anschauungsmaterial. Genau, danke schön. Ja. Ganz wichtiges Anschauungsmaterial. Wir Permakulturisten, wir arbeiten ja mit Low-Tech. Kannst du mal das aufmachen, bitte. Also wenn wir mal weit zurückgucken in die Geschichte der Menschheit, dann sehen wir hier auf der Skala, das ist die Skala hier mit Millionen Jahre, ne, das ist heute, das ist 1 Million Jahre, 2 Millionen Jahre, 3 Millionen Jahre. Und hier vor 3 Millionen Jahren fing so die menschliche Entwicklung an, Australopithecus, und irgendwo vor, ne, grob so 2 Millionen Jahren fing unser Urahn an, sich zu entwickeln, Homo rudolfensis, Homo habilis, den Homo erectus, den werden viele irgendwie noch kennen, also jetzt nicht persönlich, aber so aus dem Unterricht irgendwie vielleicht noch, natürlich den Heidelberger oder vor allen Dingen den Neandertaler, den kennen wir natürlich alle. Ne? Und dann, naja, vor 200.000 Jahren hat sich der Homo sapiens dann entwickelt. Und die Zeitspanne aber, über die wir vor allen Dingen reden, wenn wir über Landwirtschaft reden, ist da dieses kleine Pünktchen da, diese 12.000 Jahre. Ja? Also setzen wir das mal ins Verhältnis zu der Dauer, wo der Mensch existierte und ich sag mal nachhaltig gelebt hat. Ne? Denn er hat da, sagen wir, 2 Millionen Jahre, wo man sagen kann, da war der Mensch auch Mensch, gelebt. Gut gelebt. 2 Millionen Jahre. Ne? Und wir nach 10.000 Jahren, 12.000 Jahren, stehen wir irgendwo an einem Scheideweg, sag ich mal. Da haben die Welt halt zugrunde gerichtet. Also da würde ich sagen, diese 2 Millionen Jahre vorher, das kann man schon nachhaltig nennen. Ne? Und hier, um das mal anschaulich zu machen, also hier sind 50 Meter Korde und das da sind die 10.000 Jahre, über die wir reden. Ne? Und ich gebe das jetzt mal rum, ich halte das Ende fest und ihr müsst das nicht so reihum, sondern ihr könnt das auch ein bisschen querbeet machen. Dann visualisiert das nochmal ein kleines bisschen die Verhältnismäßigkeit. Und in der Zeit rede ich ein bisschen weiter. Also Jäger und Sammler. Ah, der Mensch, 2 Millionen Jahre lang gewesen. Was war er denn? Was hat ihn denn gekennzeichnet? Vor allen Dingen, er hatte viel Freizeit. Also es gibt zig Studien, ich rede hier jetzt nicht irgendwie aus dem Blauen heraus, sondern wenn ihr wollt, kann ich euch nachher eine Liste schinken mit, ich würde sagen, mittlerweile an die 100 Studien verschiedenster Art über Jäger und Sammler und Entwicklungen, die da später dann noch stattgefunden haben. Also sie hatten viel Freizeit, sie brauchten eigentlich gar nicht so viel Zeit, 3 Stunden maximal am Tag, teilweise weniger, unter anderem auch unter rauen Bedingungen wie in der Kalahari, um für das Essen zu sorgen. Die Rest der Zeit haben sie einfach damit verbracht, um miteinander zu quatschen, ne, und sich vielleicht hier ein bisschen die Läuse und so, und entfernte Verwandte zu besuchen und sie waren natürlich sehr intim mit der Natur, klar, weil sie lebten ja in der Natur, Tag ein, Tag aus, nicht so wie wir in geschlossenen Häusern. Sie waren relativ gesund, das zeigen genügend Studien von Knochen. Auch da relativ klar, ja, sie haben ja sehr viele Produkte in der Natur gesammelt, sehr vielfältig sich ernährt.
sexuelle Gleichberechtigung, ganz wichtiges Thema, ne? Also nicht Mann über Frau oder so, sondern das zeigen einfach viele Studien bei diesen Jäger- und Sammlergemeinschaften in der ganzen Welt. Einheitliches Recht, ja. Egalität, auch so ein Thema. Es gibt zwar manchmal so eine Art charismatischen Führer, aber der ist nicht ein Führer, der entscheidet. Also das ist ein Führer, ein Weiser, der befragt wird, aber der nicht über den anderen steht. Der muss auch noch genauso für seine Lebensmittel jagen gehen oder sammeln gehen, wie die Stammesmitglieder auch. Es gab kleine Gruppen, kaum Spezialisierung und eine geringe Bevölkerungsdichte. Also geringe Bevölkerungsdichte, da waren dann in Europa 2 Millionen Menschen unterwegs, so maximal, ne? Um mal das so zu verdeutlichen. Und ganz klar, sie sammeln keine Überschüsse. Also für den nächsten Tag vielleicht noch, vielleicht für 2 Tage, aber für länger geht es nicht. So, wo sind wir denn da hinten so? Okay, so, gib mal Daumen, 1 Million Jahre? So, Hälfte haben wir? Okay. So, und zu der Frage nach der Kultur, ne, wo ich dachte, naja, Jäger und Sammler haben ja nicht wirklich eine Kultur gehabt. Aber nee, als ich da ein bisschen recherchierte, also hier unten diese Faustkeile, 1,7 Millionen Jahre alt, ja, wunderschön geformte Faustkeile. Und es gab damals keinen Hammer und Meißel, also wie haben die das gemacht? War es Kunstwerk, würde ich sagen, war es Handwerk auch? Oder hier diese Figurin, 40.000 Jahre alt, ne, in Deutschland gefunden, eine Flöte aus einem Geierknochen. Also es gab keinen Schraubenzieher oder eine Bohrmaschine, die haben das mit einfachsten Werkzeugen damals gemacht. Hohe Kunstfertigkeit, die vor langer, langer Zeit existierte, bevor es die Landwirtschaft schon gab. Da kann man auch noch ein bisschen weiter gucken, nach Südfrankreich zum Beispiel, und in den Höhlen die Zeichnungen sehen, die 35.000, 40.000 Jahre alt sind, wo ich tief beeindruckt bin, weil ich könnte das nicht, obwohl ich Farbe, Pinsel und bestes Werkzeug habe, was sie damals nicht hatten. Interessant ist unter anderem nicht nur die Zeichnung an sich, die so kunstfertig sind, sondern auch bei Arte, kleiner Tipp, gibt es eine Doku, die heißt Daumenkino. Und da haben sie herausgefunden, dass so wie hier oben, so dieses Nashorn, sag ich mal, dass die Bewegungen dargestellt werden. Also nicht nur das Tier in einer Position, sondern in einer Bewegungsform. Also noch mehr Kunstfertigkeit, quasi 3D-Effekt reingebracht, ne? Und damit auch erklären, dass die Kinder, die heranwachsenden Jäger darüber informiert wurden, aufgeklärt wurden, wie Tiere sich bewegen und in welchen Momenten, ne, die beste Möglichkeit ist, um das Tier zu erlegen. Aber dazu gehört dann natürlich auch eine unglaublich hohe Beobachtungsgabe und eine hohe Fähigkeit, einfach sowas aufzuzeichnen mit einfachsten Mitteln. Also das zur Klärung, Kultur ist erst hier entstanden. Ja, also für mich war das eine Eröffnung. Wie hat die Landwirtschaft angefangen? Da gibt es so 2 grobe Theorien. Das eine ist, es gab ganz viel zu essen und zu jagen und deswegen sind ganz viele Menschen da hingekommen. Und weil die aber alle so viel dann auch gegessen haben und gejagt haben, gab es dann auf einmal nämlich irgendwann nicht mehr so viel. Da waren die ganzen Antilopen gejagt und die Nashörner erlegt. Und das Leben wurde auf einmal karg und es hat die Menschen dazu gezwungen, weil sie konnten ja nicht mehr zum Jäger-Sammler-Tum in kleinen Gruppen zurück, weil sie mittlerweile einfach mehr geworden waren. Und es hat sie gezwungen, dazu in die Landwirtschaft zu gehen und künstlich Nahrungsmittel zu produzieren. Die andere Hypothese ist so, das Leben war okay, also es gab überall so ein kleines bisschen. Jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass viele Menschen sesshaft wurden. Aber dann kam so eine kleine Zwischeneiszeit und alles wurde kälter und die Tiere zogen weg, so nach Russland und so. Und das stimmt. Jedenfalls war auch da die Lebensgrundlage immer kärger und es brachte die Menschen dazu, eben auch wieder gezwungenermaßen Lebensmittel zusätzlich zu produzieren. So, also beides Hypothesen, die sagen, naja, also es ist nicht unbedingt entstanden, weil die Leute sagten, juhu, wir können Landwirtschaft betreiben, sondern eher so aus einem Zwang heraus, ne, aus einem Mangel heraus. Was heißt denn, Landwirtschaft zu betreiben? Also auf der einen Seite führt es natürlich dazu, wenn mehr Nahrung zur Verfügung steht, dann führt das zu mehr Menschen. Da
können wir das auch verallgemeinern. Mehr Nahrung führt einfach zu mehr Nachwuchs. Das ist in der Biologie grundsätzlich so. Das ist bei Vögeln so, bei Nashörnern oder auch bei Pflanzen. Wenn mehr Nahrung zur Verfügung steht, dann können mehr Nachkommen produziert werden, dann können mehr Nachkommen über die Runden gebracht werden. Und auf der anderen Seite heißt das aber, wenn mehr Nachkommen da sind, müssen die natürlich auch verpflegt werden. Also wenn mehr Menschen da sind, muss ich mehr Nahrung produzieren. Und das eine beeinflusst das andere. Also daraus entsteht ein Teufelskreis. Mehr Nahrung, mehr Menschen, mehr Nahrung, mehr Menschen. So, wo sind wir denn da? Sind wir am Ende angekommen? Oh. Ja, können wir das, könnt ihr mal alle hochhalten? So, ich halte mal die 10.000 Jahre hier hoch. Ne? Und das da hinten, das sind also 2 Millionen Jahre nachhaltige Entwicklung des Menschen. Ja. Einfach um, also es gibt auch noch den Begriff der Geschichte, die sich auf diesen Teil hier etwa referenziert. Ja, das andere ist Vorgeschichte. Ja, finde ich auch. Also die Geschichte fängt zwar an mit dem ersten geschriebenen Wort so, das ist die Definition, aber ich finde es auch so ein bisschen eigenartig, dass eben diese ganzen fast 2 Millionen Jahre, das ist alles Vorgeschichte. Machen wir mal, der Letzte kann es dann beginnen, wieder aufzurollen. Vielen Dank. Getreide. Getreide kann schnell in der Energie umgesetzt werden. Ne? Also Getreide ist sowas wie das Erdöl. Also sowas an dichter Energie gibt es kaum in der Natur. So ein paar Nüsse noch oder so. Aber so viel Energie in kleiner Einheit. Klar, wenn ich davon viel zur Verfügung habe, dann kann ich auch viele Nachkommen produzieren, ne? Weil das brennt ja das Feuer die ganze Zeit. Getreide hat auch den Vorteil, ich kann daraus Getreidebrei machen und kann damit Kinder sehr früh abstillen, deutlich früher, als ich das ohne diesen Getreidebrei machen könnte. Also ein 1,5-jähriges Baby kann ich schlecht mit Fleisch füttern, ja? Wovon ja Jäger und Sammler viel gelebt haben. Aber mit Getreide kann ich das schon nach ein paar Monaten machen. Was dazu führte, dass während bei Jäger und Sammlern der Abstand zwischen den Schwangerschaften so meistens Pi mal Daumen 4 Jahre sind, ja, manchmal wurde das auch künstlich herbeigeführt, diese 4 Jahre, aber einfach auch deswegen, also nicht nur wegen des Stillens, die wurden dann 4 Jahre auch wirklich gestillt, sondern weil natürlich dadurch, dass sie ja dauernd weiterziehen müssen, so alle paar Wochen, alle paar Monate geht es bei denen weiter, eine Mama mit irgendwie 3 kleinen Kindern an der Hand und 2 größeren an der rechten Hand und dann noch Gepäck, so ein bisschen, was sie noch bis zum nächsten Lager schleppen, ist nicht wirklich vorteilhaft. Ne? Während wenn ich sesshaft bin, dann ist das überhaupt kein Problem, prinzipiell, wenn ich 8 Kinder habe, da 10. Ja? Die sind ja alle da irgendwie in diesem Reich versorgt und ich muss nicht mit denen umherziehen. Und eben während bei Jäger und Sammlern, also 4 Jahre Abstand zwischen den Schwangerschaften, so etwa das, der Durchschnitt war, war es dann bei den bäuerlichen Gesellschaften nur noch 2,5 Jahre. Und die Anzahl der zusätzlichen Schwangerschaften mit kürzerem Abstand führt letztendlich, mal gucken, dass ich in eure Richtung das mache, dann zu einem Wachstum, was exponentiell steigt, ne, weil ja immer mehr Menschen da sind, die immer schneller Nachkommen produzieren können, ne, und dementsprechend zu der Situation, wo wir jetzt stehen, 8 Milliarden bald. Was bedeutet es, einen Lagerüberschuss zu haben? Zum einen brauche ich eine Technik, ich brauche irgendwelche Häuser, die ich gut konstruieren muss, damit die Ratten sicher und Insekten sicher sind, einigermaßen zumindest. Ich brauche aber auch so jemanden wie Buchhalter zum Messen, also das Rechnen, das Aufschreiben, die erste Schrift ist damit entstanden. Ich brauche einen Oberherr, der irgendwie alles unter Kontrolle hat. Wenn es ums Verteilen geht, der englische Lord, the Keeper of the Brain, the Keeper of the Loaf, daher kommt der Begriff, ne, der sich um das Brot kümmert. Es braucht Gesetze natürlich zum Regeln, wer was wann kriegt. Die einen bringen was rein, die anderen holen was raus. Das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann will jemand was mehr haben, als er eigentlich reingetan hat. Oh, Moment. Also das müssen wir aber regeln. Und natürlich, wenn man Regeln macht, braucht es auch irgendwie was auf den Popo klatschen oder so, wenn jemand sich nicht an die Regeln hält. Und dazu braucht es natürlich wiederum eine Polizei, um diese Regeln zum einen auch umzusetzen, einzuhalten. Und zum Zweiten entwickelt sich daraus auch so eine Armee, die zum einen die Vorräte, die man hat, verteidigt und da
Auf der anderen Seite aber auch, wenn man gut dasteht als Dorf und das Nachbardorf steht nicht so gut da, kann man natürlich auf die Idee kommen und sagen, oh, so ein bisschen Expansion und so eine kleine Armee aufbauen, sodass ich die mir unterstülpen kann. Ja? So, dadurch ist hier eine Armee entstanden. So, vertikale Hierarchie, ich sprach vorher Jäger- und Sammlergemeinschaften, was die auszeichnet, ist Egalität, also keine Hierarchien und hier auf einmal eine Gesellschaft, die sich innerhalb relativ kurzer Zeit, ne, also wir sprechen da über ein paar hundert, 2000 Jahre vielleicht, aber mal die Verhältnismäßigkeit eben mit 2 Millionen Jahren wiedersehen, ne, eine vertikale Hierarchie und deswegen das Bild von Cäsar und dem daneben, ne, für mich schon so eine Ikone des, da kommen Menschen an die Macht, ne, und profitieren von einer von dieser vertikalen Hierarchie. Bauern sind gesünder, das ist so eine Mehr, die, an die habe ich auch immer geglaubt, natürlich, es macht uns doch viel sicherer und wir haben immer was zu essen. Na, so ganz ist es nicht. Also die Knochenfunde haben an verschiedenen Stellen weltweit gezeigt, die Menschen lebten kürzer. Statt Durchschnittsalter 35 waren es nur noch 28 Jahre. Die Menschen wurden kleiner, Die Menschen in der Türkei haben jetzt so langsam wieder die Größe erreicht, die sie vor 10.000 Jahren als Jäger und Sammler noch hatten. Auch das in verschiedensten Kulturen beobachtet. Mehr körperliche Schäden. Es ist ja klar, wenn ich mir da die Dame da unten angucke, ne, Getreide muss ja gemahlen werden und damals gab es noch nicht Mühlen. Und wenn ich dann stundenlang so mache, jeden Tag, also ich merke, wie mein Knie irgendwie knackt, macht schon die ganze Zeit. Ne? Und die Bewegungen sind natürlich monoton und das geht auf den Rücken und auf die Schultern. Und auf der anderen Seite, wenn ich, jetzt müsst ihr mal raten, was ich mache, ja? Ja, genau, sensen oder mit der Sichel arbeiten, ne? Oder so. So mit der Hacke, ne? Arbeiten, Unkraut jäten oder so. Das sind natürlich monotone Arbeiten. Und das führt zu körperlichen Schäden. Auch Karies zum Beispiel ist eine Entwicklung, die mit der Landwirtschaft gekommen ist. Weitere körperliche Schäden. Weitere körperliche Schäden übrigens auch durch eine einseitige Ernährung. Ne? Man hat dann sehr stark von diesen Kohlenhydraten vom Getreide gelebt. Weniger Vielfalt, weil weniger gesammelt worden ist. Eintönigeres Essen und damit einfach auch mehr körperliche Schäden an Knochen und sonst wo. Mehr epidemische Krankheiten. Ja, es waren natürlich dann auf einmal ganz viele Leute, die eng zusammen gewohnt haben und dann auch noch eng zusammen gewohnt haben mit Tieren. Tiere übertragen Erreger, also zumindest dann irgendwann mal, wenn die sich mutieren. Und diese ganzen Krankheiten, gegen die wir heutzutage ja gut geimpft werden, sind Krankheiten, die von Tieren übertragen worden sind. Ja, Kühe und Schweine und Schafe und Hühner und so, ne? Und das ist klar, wenn viele Menschen auf kleinem Platz zusammenleben, dann überträgt sich das natürlich auch ganz schnell von einem Menschen zum anderen. Mehr Hungersnöte. Naja, wenn ich mir vorstelle, schon bei uns so die Idee, naja, es könnte mal ein schlechtes Frühjahr kommen, was zu trocken ist oder naja, vielleicht ist es noch zu nass, ne, oder es kommt noch ein später Frost oder naja, da ist ein Sommer, da kommt überhaupt kein Regen runter, ne, oder oh, auf einmal ein Gewitter, aber im Herbst, da kommt der Regen viel zu früh und ein Frost kommt auch noch viel zu früh und in jedem Fall die Ernte also deutlich geringer oder teilweise hin. Das kam in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden regelmäßig vor. Also es ist aus der Jäger-Sammler-Perspektive viel sicherer, jeden Tag ein bisschen was sammeln zu gehen, weil sie können nämlich immer was finden, als für einen Bauern anzubauen, weil die Risiken sind enorm. Und im Mittelalter waren entsprechend viele Hungersnöte, Zahlen ziehen sich so auf den Raum Deutschland-Frankreich, die bis zu 30% der Bevölkerung letztendlich das Leben gekostet hat. Also Bauern sind gesünder. Ne? Landwirtschaft ist beweglich, das ist natürlich ein großer Vorteil. Ich kann halt mehrere Pferdewagen mit Getreide voll machen und dann einfach so ein paar tausend Kilometer weiterfahren, ziehen. Ich kann damit eine Armee vorsorgen, eine Armee, die eben nach Gallien zieht oder auch eine Armee, die von Europa nach Südamerika zieht.
Und ob ich mein Getreide letztendlich hier anbaue oder 2000 Kilometer weiter, spielt keine große Rolle, während Jäger und Sammler sehr stark an ihre Umgebung angepasst sind und nicht unbedingt wissen, 2000 Kilometer weiter, was kann ich denn da noch essen? Ne? Abgesehen davon, dass sie nicht die Möglichkeit haben, für 2000 Kilometer so viel Nahrung zusammenzupacken, um alle dorthin zu ziehen. Das ist eine große Unterscheidung zwischen Jägern und Sammlern und Landwirten oder Landwirtschaft. Und bäuerliche Gesellschaften haben weniger kulturelle Vielfalt, während also bei Jäger und Sammlern teilweise von Tal zu Tal große kulturelle Unterschiede sind, weil sie nämlich schon verschiedene Sprachen sprechen, verschiedene Rituale haben, etc. etc. Und dann, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, Irian-Jaya auf der einen Seite, Australien, irgendwo die Masai Mara in Afrika, die Inuits in Nordamerika, Grönland, also riesige kulturelle Unterschiede. Heutzutage, so diese bäuerliche Gesellschaft, die wir sind, was sind da noch die Unterschiede? Klein, natürlich auch ein bisschen verschiedene Sprachen, aber letztendlich sind wir doch alle so McDonald's geprägt. Ne? Also so ein Einheitsbrei, der so für mich einfach dieses Sinnbild ist von Urvölkern noch, die dann fast hier eine Werbung von Burger King gezwungen werden, Burgers zu essen für gute Werbung. Landwirtschaft heißt, und das soll jetzt keine Beleidigung sein, ja, funktionierende Ökosysteme zu zerstören. Es ist ganz einfach so, wenn ich einen Hektar Wald habe und davon als Jäger und Sammler lebe, dann entziehe ich diesem Wald halt 2, 3, 4, 5% dessen, was er produziert, und 95% stehen für andere Lebewesen zur Verfügung. Wenn ich diesen Hektar Wald rode und darauf Getreide anbaue, dann steht 95% des Ertrages mir als Mensch zur Verfügung, aber vermutlich nur noch 5% den anderen Lebewesen. Ne? Und dementsprechend ist es natürlich so, dass damit leidet das Ökosystem. Tiere, Pflanzen verschwinden, Dienstleistungen verschwinden, etc. etc. Und, aber diese Entwicklung ist sehr langsam, wir kriegen es nicht direkt mit. Das hat eben dazu geführt, dass diese Zivilisationen zusammengebrochen sind, weil es über viele, viele, viele Jahrhunderte gelaufen ist. Der Unterschied zwischen gezähmt und wild ist so ein Ding. Für die Jäger und Sammler gibt es das nicht. Wildnis und dieser gezähmte Bereich, den ich irgendwie auch protegieren muss vor wilden Tieren. Also Landwirtschaft heißt, ganz spitz formuliert, Ökosysteme zu Menschen zu verwandeln. Dadurch werden wir einfach mehr Menschen. Nachhaltige Landwirtschaft, was heißt denn das? Sustainable Agriculture, ich mag das englische Wort in dem Fall, to sustain, erhalten. Ja? Wo wir uns im Moment bewegen, ist hier diese linke Seite des degenerativen Zerstörenden. Und wo die Natur aber grundsätzlich eigentlich immer ist diese rechte Seite regenerativ, aufbauend. Sie baut überall auf, sie baut den Boden auf, sie führt zu mehr Artenvielfalt, zu höheren Bäumen, zu Korallenriffen, die immer bunter werden, etc. etc. Ja, das sehen wir auch in Fällen, wo irgendwo ein Erdrutsch wirklich großen Schaden angerichtet hat, aber innerhalb von wenigen Jahren kommen die Pflanzen alle wieder zurück, bauen den Boden langsam auf und. Ja. Natur macht das und wir machen das und wir sind im Moment irgendwo hier. Also hier to sustain, erhalten, bleibend, nee, das geht nicht. Ja. Deswegen Titel dieser Veranstaltung, aufbauen. Wir müssen Ressourcen aufbauen, wir müssen wieder dahin gehen. So, kleiner Ausflug zur Bibel. Die gibt nämlich auch interessante Hinweise. Also, wenn ich das lese, verflucht sei der Acker, mit Kummer sollst du dich darauf nähren, dein Leben lang. Hey, ich will Landwirt werden. Super. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Hey, ja, cool, Ackerbauer. Ja, super Job. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er das Feld baute oder bestellte. Ja, Moment, wie? Aus dem Garten Eden raus, um Bauer zu werden? Moment, was heißt denn das? Ja, super interessant. Und die Theorie dahinter ist, Jäger und Sammler haben natürlich beobachtet, was die Landwirte, die immer mehr sich ausbreiteten, machten, aber wie sie eben auch jeden Tag damit verbrachten, in der Sonne, in der heißen Sonne zu arbeiten und hier, ne, zu Felle zu kriechen quasi, um ihre Arbeit zu machen, während die ja wenige Stunden nur brauchten, um ihre Sachen relativ einfach in einem Spaziergang zusammenzusuchen.
Und daraus ist eben so diese Geschichte entstanden, dass wir leben eigentlich als Jäger und Sammler im Paradies, aber die da, was machen die denn? Und diese Geschichte wurde immer weitererzählt und weitererzählt und weitererzählt, und als dann 3000 Jahre später das Alte Testament geschrieben wurde, wussten die Leute gar nicht mehr, wo das herkommt eigentlich, und haben das halt mit ins Alte Testament aufgenommen. So, nicht erwähnt blieben aufgrund der Kürze des Vortrages, Entwicklung und von Besitzung und Erbe ist erst mit Landwirtschaft entstanden. Die Bildung einer Elite, diese 1% kennt ihr ja ganz viel jetzt auch. Trump, ein Beispiel davon. Die Entwicklung vom Matriarchat ins Patriarchat, auch ein Teil. Ja, und nun, da stehen wir, haben jetzt ein Problem. Genau. Und deswegen dieses Wochenende, deswegen die neuen Ideen, wie Landwirtschaft gehen kann, denn davon gibt es verschiedenste. Deswegen aber auch so, um einen kleinen Bogen zu machen, so, es hat ja auch was Soziales, eben diese Veränderung in der Struktur, in den sozialen, in den Gesellschaften. Und ich glaube, Tempelhof ist dafür auch ein kleines Beispiel, wie es anders gehen kann, das Zusammenleben, Hierarchienbildung, eben nicht mehr eine Konsensabstimmung etc. etc. Also für mich hat dieses und nun, was kommt jetzt danach, zwei Wege im Prinzip. Das eine ist konkret Landwirtschaft, wie kann das anders gehen? Und der andere Weg ist so mehr dieser sozial-kulturelle, das ist dann Thema für eine Klassenlösung. Ja, in dem Sinne, vielen Dank, viel Aufmerksamkeit.